Sind wir bereit? Also, du kannst jederzeit anfangen. Gut, ich starte das Spiel. Spiel. Ja, ganz toll, Herausforderungen geschafft und so weiter. Fortsetzen. Wir sind bei Resident Evil 2, glaube ich. Ja, und ich muss Sherry retten. Was bedeutet, dass ich jetzt eigentlich wieder losrennen muss und diese blöden Schachfigurenschlüssel sammeln soll? Ja, du hast aber die Schachfigurenschlüssel noch nicht gesehen, also weiß Claire noch nicht, dass sie das tun muss. Ja, ich weiß. Ja, genau, wunderbar. Die Stecker finden. Ich glaube, ich war halbwegs gut ausgerüstet. Möglich. Mit allem. Ich überlege gerade, ob ich so wahnsinnig bin und tatsächlich nochmal ein gut gemischtes Kraut mitnehme. Das hatten wir auch bei Leon, ja. Das hatten wir auch bei Leon, ja. So langsam verliert man den Überblick. Ganz unwesentlich. Ganz unwesentlich. Hier müsste es doch zur Seilbahn oder so gehen. Claire ist bei der Seilbahn rausgekommen. Also in das Gebiet rein. Ja, aber hier ist die Seilbahn, wo ich da... Für Standseilbahnzutritt erforderlich. Um ins Nest zu kommen. Das ist richtig. Und da das auf der Karte jetzt neu ist. Verstehe. Lieferschein. Seite des Tresors vermerkt. Haben Sie das hier irgendwo reingestellt? Ich meinte mich zu erinnern, dass es da doch einen wunderbaren, ich habe das T-Stück direkt gefunden. Du warst auch schon mal an dem T-Stück vorbeigekommen. Ja, ich weiß. Superkräuter. Jetzt habe ich zweimal Superkräuter. Soll ich einmal Kräuter wieder zurückbringen? Nein, man kann nie genug Superkräuter haben. Das ist richtig. Zwei nach links, 12 nach rechts, 8 nach links. Ach ja, der Tresor, wo es auf der Seite stand. Ich weiß noch nicht mehr, was drin war. Verstärkter Rahmen. Mit dem du die verbesserte Munition abfeuern kannst für deine erste Waffe. Die ich nicht mehr dabei habe, weil aus Gründen. Genau. Immer so schön, wenn die sich so halb beschweren, so, ey, jetzt spann ich hier gerade. Hör zu, ich will dieses Kraut haben und du stehst mir dabei im Weg. Bleib liegen. Ich sag euch allen immer und immer wieder, bleibt liegen. Das wäre für euch so viel besser. Bleibst du jetzt bitte da liegen? Ja? Danke.
Noch ein rotes Kraut, dann habe ich 3 Superkräuter. Willkommen bei den Superkräutern. Claire mit den Superkräutern. Also, das fand ich gut. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hörte nur das Geräusch und mir war klar, dieser Zombie wird nie wieder irgendwen stören. Das ist richtig. Soll ich dir in die Schulter schießen, damit du von der Ecke wegkommst? Wackel nochmal mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber ist okay. Du hast ihn getroffen? Ja. Das sieht nicht bequem aus, wie er da liegt. Ich glaube, das ist doch nicht bequem, so wie er noch mit den Händen wackelt. Und den Füßen. Mein erster Gedanke, drücke ihm eine Cola-Dose in der Hand und wenn er sie dann aufmacht. Du Arsch. Der steht auch nicht mehr auf. Gab's hier unten noch welche? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Den da. Oh nein. Doch. Oh nein. Ja, ich weiß, ich habe daneben geschossen. Da musst du jetzt nicht so ein Riesendrama draus machen. Ja, ne? So stille. Mhm. Aber der bleibt tatsächlich tot. Krass. Mhm. Es gibt einfach nur tote Leute da? Ich hoffe es. So, das war der Rückweg, den ich mir schon mal aufmache. Oder sagen wir mal den Weg woanders hin noch. Mhm. Gespannt, ob hier auch diese Viecher noch mal rumblöpseln, ja, die ich bei Leon hatte. Das frage ich mich auch schon. Seit Leon hatte seins schon längst, ne? Da kommt es. Ja, das würde ich an der Stelle auch fragen. Ja, 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 das ist es. Dafür habe ich das abbrechende Ding übrig behalten.
Also ich frage mich, wie aus so einem großen Vieh solche Geräusche raus... Ist es jetzt gegangen oder gestorben? Mein Kopf versucht gerade verzweifelt gegangen und gestorben zu einem Wort zu machen, aber es kommt immer nur gegangen und gestorben raus. Ja. Es ist gegorben. So. Es ist gestangen. Gestangen. Denn hier an der Ecke brauchte ich so eine T-Stangen-Vertiefung. Ah, richtig. Wir rollen einfach dahin. Pulver. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich zusammen kombiniere, aber ich meine, ich kann ja alles gebrauchen. Kann ich? Ja. Und auch nicht in die Gestein. Nein. Ja. Ist das Teil aggressiv? Ich meine, gut, wenn ich mir eine Blendgranate in den Rachen geschoben hätte, würde ich nicht dafür garantieren, dass ich danach noch gut zu gebrauchen und freundlich bin. Vor allem freundlich. Ich dachte jetzt eher vor allem zu gebrauchen. Weil ganz ehrlich, wenn dir eine Blendgranate im Mund explodiert, dann würde ich mich wundern, wenn du danach noch viel machst. Ich denke mir gerade, ich weiß genau, dass ich hier schon mal war. Ich weiß aber nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als Leon hier schon mal war. Mhm. Ja, weißt du was, das finde ich so schon mal ganz gut. Bleib mal, nee, das finde ich nicht gut. Ja, ich. Neue Tasche. Finde ich gut. Hallo. Hi. Zombies, Claire. Zombies. Ich weiß jetzt, doch ich scheine sie zu treffen, wenn sie da durchgucken. Bleib liegen. Der hat's nochmal probiert. Wenn ich ziele. Mhm. Schieße und zielen gedrückt halte, schießt sie zum Teil einfach weiter, auch wenn ich nicht
weiter auf Schießen drücke. Interessant. Ja, genau, Claire, lad nochmal nach. Solange du da drin bist und die da draußen. Andersrum, solange die da draußen. Solange ich hier draußen und die da drin sind. Also, ich sehe das hier als einen kleinen abgeschlossenen Raum. Also, bist du drinnen und die draußen. Ich kann rausgehen. Was die können, weiß ich nicht. Vorbei zu wackeln, sodass ich dich nicht treffe. Sowieso schon nicht meine Lieblingswaffe hier. Die Musik drauf gehört. Irgendeiner von denen ist wieder aufgestanden. Ja. Der da. Der ist nicht wieder aufgestanden. Gut, gut, gut. Das wird der andere. Hoffe ich. Claire, ich weiß, es ist furchtbar schwer, so eine Waffe zu halten, aber du musst jetzt nicht furchtbar jammern und stöhnen und keuchen. Ich glaube, es geht dir gut. Kommst du hier nochmal vorbeigewackelt? Ja, kommst du. Ah, jetzt steht der schon wieder. Ruhe. Sie sahen vielleicht nicht die aufregendste Art und Weise, diese beiden Zombies zu besiegen, aber die sicherste. Genau. Knuspriger Zombie. Ja, gut, der ist mir jetzt eher matschig. Der ist nur noch eine halbe Portion. Meinst du, ich hätte den besser oben weggeballert? Ich meine, wäre auch witzig gewesen, wenn nur die untere Hälfte da noch rumgerannt wäre. Ja, die kann mir immerhin nichts tun. Die kann dich treten. Und woher will die wissen, wo ich bin? Ja, das ist bei Zombies purer Instinkt. Ging es nicht über das Facility Management tatsächlich dann auch wieder zu dem Raum mit dem Stars-Symbol? Das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber irgendwo hier war das. Freund, du bist gut gepanzert. Ich wollte gerade sagen, du bist zu gut gepanzert, um als Zombie aufzuerstehen. Ja.
nur um nochmal sicher zu gehen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ganz genau. Okay, die Videokassette. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Videokassette wichtig war. Da hat man drüber gesehen, wie Perkins sich infiziert hat. Ganz freiwillig hat er das gemacht. Ja, weil er so ein bisschen dumm war. Ich weiß, dass die Säuregranaten nicht so effektiv sind, aber ich hab da noch eine von. Das hat ja gereicht, ne? Jo. Oh, cool. Wenn's tot ist, kann ich da durchrennen. Ein Geist. Naja, ist ja auch tot, ne? Oh. Wo kommt das Licht her, dass ich einen Schatten werfe? Nein, kommt, das würde auch keinen Sinn machen. Claire strahlt von innen heraus. Dann würde sie immer noch keinen Schatten werfen. Ja. Also hier gab es jetzt eigentlich nur ein Monster und ein bisschen Munition. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das gerade einfach mal so. Ich habe nicht wirklich hingeguckt. Gut, gut. Wenigstens stehen die nicht wieder auf, wenn sie... Richtig. Wenn die einmal tot sind, sind sie auch wirklich tot. Ja. Finde ich sehr liebenswürdig von denen. Hier brauche ich den Schlüssel. Brauche ich auch nochmal Facility Management Schlüssel? Mhm. Oh, ein neues Messer. Das ist sehr gut, nachdem du das letzte... Bis zum letzten Rest verwendet hast. Ja. In ein Tentakel gerammt hast, ja. Das wollte ich gar nicht. Naja, willkommen unten, ne? Oh, Scheiße. So eine Scheiße. Ich habe einen Kreisweg. Ja. Ich wollte halt noch in die andere Richtung beim unteren Kanal. Ja, dann geht er doch hin.
Ich habe auch keine Lust mehr. Ach, ich habe einen Aufzug gerufen. Okay. Sherry, ich werde dich retten, sobald ich herausgefunden habe, wo ich überhaupt bin. Ganz genau. Eine Erkläranlage von Raccoon City. Genau, es ist die Kläranlage. Nutzt die Gelegenheit mal eben und bring schon mal das Video weg. Klar. Kannst es dir direkt angucken. Vielleicht ist ja was anderes drauf als bei Leon. Ja. Kommst du mal wieder an dem Fenster vorbei. Hey Sherry, guck mal, ich hab was gefunden. Sherry, geht's dir gut? Sherry, du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Bitte. Bitte aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Genau, da fangen die Ratten an, da rumzunibbeln, weil das so gut schmeckt. Mhm. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja, alles klar. Irgendwie scheint es ihr weitergeholfen zu haben, glaubt Claire. Also ich frage mich jetzt eher, was zum Teufel ist Kirkpatrick für ein Nachname? Naja, man weiß doch, Widowboy Kirkpatrick oder so. Nee, fing glaube ich mit A an. Ambrosius Kirkpatrick. Auf jeden Fall. Mitarbeiter des Monats. Allein für den Namen. Wer mit dem, Nachnamen gestraft ist, der muss ja irgendwie Ausgleich kriegen. Ich meine, gut, ich frage mich auch, was Alan Poe für ein Nachname war. Tja. Gut, das war ein Doppelname, aber ist Kirkpatrick vermutlich auch. Also er war zusammengeschrieben. Ah, Kirkpatrick. Ja. Vielleicht hätte ich die Karte schon mal mitnehmen sollen. Quatsch, Karten. Wer braucht schon Karten? Dann wüsste man ja anschließend noch, wo man ist. Dann müsste man Sherry retten gehen. So ein Quatsch. Du, ich weiß auch mit Karte nicht unbedingt, wo ich bin. Also mach dir da mal keine Sorgen. Gut, gut, ich hatte schon für einen Moment Angst. Du wüsstest, was du tust. Nein. Gut. Echt jetzt? Der war jetzt verwirrt. Das war mein Plan.